Grüß euch Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das zweite Video zur Yamaha Tenere 700 und nachdem ich gerade das erste Video abgedreht habe, das erste Eindruckvideo und ich einfach voll, wie ich dachte, auf einen Flughafen gefahren bin. Ihr seht es im ersten Video am Ende, es sieht nicht aus wie ein Flughafen. Zuerst, es gab nur ein paar Anzeichen, die ich aber, sage mal, im Laufe des Videos einfach nicht gecheckt habe. Bis mir dann aufgefallen ist, das Gelände, wo ich gerade war, ist militärischer Sicherheitsbereich. Wenn jemand dort arbeitet, es tut mir leid, dass ich da war. Ich war sehr konzentriert auf das Video und habe das einfach mal überhaupt nicht gecheckt. Da standen reihenweise Schilder, die genau das gesagt haben. Militärischer Sicherheitsbereich. Sorry Jungs, war wirklich keine Absicht. Hab da nichts verloren. Naja, kommen wir jetzt zum Video, zum eigentlichen Thema. Und wir fangen gleich mal mit dem Soundtest an. Das Bike ist schön warm, der Auspuff ist warm. Alles ist auf Betriebstemperatur, wenn nicht sogar mittlerweile schon wieder drüber. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach mal einen kurzen Soundcheck. Ich kann es nur immer wieder betonen. Crossplane-Motoren sind einfach die Macht. Wirklich. Das ist ein Crossplane-Zweizylinder. Meine R1 hat einen Crossplane-Vierzylinder. Und die MT09 bzw. die T900 oder T9, whatever, hat einen Crossplane-Dreizylinder. Die klingen alle so wahnsinnig gut. Es ist nicht mehr feierlich, Freunde. Wirklich. Absolut nicht. Das klingt so gut. Und Freunde, das ist ein Standardauspuff. Der ist jetzt nicht unbedingt schön, aber dafür klingt er umso besser. Und dann fahren wir weiter. Wir werden uns jetzt auf die Autobahn begeben, auf ein unbegrenztes Stück und werden da mal schauen, was das Ding so endgeschwindigkeitstechnisch drauf hat. Ich weiß, es ist bei so einem Motorrad absolut nicht notwendig zu wissen. Also ich halte es für notwendig, weil ich einfach gerne wissen möchte, wie sich das Ding auch bei hohen Geschwindigkeiten verhält. Auch wenn ich sie nie fahre, trotzdem würde ich es einfach mal gerne wissen. Aber es ist natürlich nicht wichtig. Also es ist, die Höchstgeschwindigkeit ist bei so einem Bike absolut nicht kaufentscheidend. Absolut nicht, weiß ich selber. Trotzdem finde ich, zu einem Testvideo gehört das einfach mal dazu, dass man auch weiß, okay, bei 160, 170 Sachen so und so verhält sie sich. Also was kann ich sagen? Sie geht wesentlich besser, als ich gedacht habe. Sie ist wesentlich schneller, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Also die 200 wären auf jeden Fall drin gewesen. Gut, jetzt war hier die Begrenzung, klar. Zum anderen hat sie jetzt ab 180, 185 angefangen, richtig, richtig hart so genau den hier zu machen. Ich bin dann zwei, drei Mal vom Gas gegangen. Da hat sie sich aber dann nicht wirklich stabilisiert. Also da ist es nicht wirklich besser geworden. Deswegen war es mir lieber jetzt abzubrechen. Was heißt abzubrechen? Ich meine, hier war eher begrenzt. Aber das nicht weiter zu probieren und nicht weiter zu provozieren. Ich habe gemerkt, dass sie sich nicht stabilisiert hat. Aber sie geht auf jeden Fall 190. Auf jeden Fall, wenn ich nicht falsch gesehen habe. Und sie würde sogar noch schneller fahren. Also da bin ich mir sicher. Da bin ich mir absolut sicher. Ich muss auch sagen, die Windgeräusche sind wirklich heftig. Also wirklich viel Windschutz, klar hat man auf jeden Fall. Ich meine, das Schild da vorne ist nicht ohne Grund da. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr laut hier hinten. Wir sind jetzt hier an der sogenannten Teststrecke. Wir sind jetzt hier in Mickhausen, Bergrennstrecke. Ich werde jetzt nicht großartig durch die Kurven ballern. Wie ich schon gesagt habe, die Reifen sind nicht auf Optimaltemperatur. Die Straße ist nicht optimal. Das Ganze ist einfach keine optimale Situation. Aber ich möchte trotzdem testen, wie die Kurvenlage ist, wie die Kurvenstabilität ist, wie das Zusammenspiel ist, wie auch das Umlegen, also das von links nach rechts schmeißen mit dem Bike ist. Und da muss ich sagen, sie ist wirklich sehr stabil. Also es ist ein sehr einfaches Fahren. Sie fährt sich wirklich spielend leicht. Es ist überhaupt kein Problem. Power
ist auf jeden Fall auch genug da. Also da fehlt es überhaupt nicht, um auf einer kurvigen Bergstrecke aus der Kurve raus zu beschleunigen. Ich bin etwas fasziniert, wie leicht die sich durch die Kurven schieben lässt. Wie leichtgängig sie ist. Sie ist wirklich leichtfüßig. Die Reifen haben da auch wirklich viel damit zu tun. Die sind halt nicht wirklich breit. Das sind halt sehr schmale Reifen. Tragen auf jeden Fall auch dazu bei. Hätten wir etwas höhere Temperaturen hier, würde das sogar noch wesentlich besser gehen. Da hätten die Reifen noch mehr Grip. Man merkt, dass sie einfach ein bisschen kämpfen müssen. Hier hat es halt, ja, 12 Grad in der Sonne, auf jeden Fall weniger im Schatten. Und die Straße ist halt auch relativ kalt. Aber es macht wirklich Spaß. Mehr Leistung braucht man überhaupt nicht. Also so eine 12.5 KGS oder sowas, so ein Riesending, das braucht man überhaupt nicht. Es ist geil zu haben und es ist bestimmt mal spaßig, wenn du einfach auf der Geraden so ein Ding hier verseilen kannst. Klar, absolut verständlich, aber man braucht es nicht. Also die Leistung ist vollkommen ausreichend von dem Bike hier. Das ist absolut in Ordnung. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video am Freitag, Freunde. Bis dahin, Jay ist raus. Yeah.